Warum willst du denn heute Abend nicht mit ins Schneiders? Na, ich würde wirklich gern mitkommen, aber ich muss noch ein paar Krankenakten durchgehen. Das wird mir sonst zu knapp. Deine Arbeit geht natürlich vor. Vielleicht klappt es ja ein anderes Mal. Dann wirst du wohl mit mir allein vorlieb nehmen müssen. Da habe ich nichts dagegen. Hallo. Hallo, Carla. Bist du schon zurück von der Geschäftsreise? Ja, ich konnte die Vertragsformalitäten schnell abwickeln. Demnach ist alles gut gelaufen? Alles bestens. Schön. Sag mal, hast du Lust, Cecile und mir nachher im Schneiders Gesellschaft zu leisten? Klar, warum nicht? Schön. Also, wenn wir noch ausreiten wollen, dann müssen wir jetzt los. Ja, sicher. Schönen Tag noch. Tschüss. Was war los? Frag nicht. Hanna war plötzlich so komisch drauf. Sie wollte unbedingt nach Hause. Hat sie irgendwas gesagt? Nein. Aber es gab da so ein paar Situationen in der Öffentlichkeit. Ich habe sie abgewiesen, um nicht aufzufallen. Bestimmt war das der Grund. Das ist bestimmt nicht ganz einfach für Hanna. Ich sollte noch mal zu ihr in die Kneipe. Vielleicht gönnst du ihr einfach ein bisschen Ruhe. Sie hat wirklich viel durchgemacht in letzter Zeit. Du wirst sehen. Wenn es dir wieder richtig gut geht, dann könnt ihr die Reise nachholen. Es war vielleicht die letzte Möglichkeit. Hanna, jetzt sag mir nicht, dass du immer noch glaubst, dass dieser Albtraum irgendein Zeichen ist. Ich lebe nicht mehr lange. Wie oft denn noch? Du hast die Nierentransplantation bestens überstanden. Dir geht es gut. Was soll denn noch passieren? Am besten du redest mit Carla darüber. Vielleicht kann sie dich von diesem Wahnsinn abbringen. Du setzt deine Beziehung aufs Spiel. Ist dir das überhaupt klar? Sie liebt mich über alles. Es würde ihr das Herz brechen, wenn sie es wüsste. Und was meinst du, was passiert, wenn du Carla weiter vor den Kopf stößt? Sie weiß doch nichts von deinen Vorahnungen. Ja, ich sollte sie besser vor ihr verstecken. Nein, du musst davon runterkommen. Grübel nicht ständig darüber nach. Hanna, bitte, du musst auf andere Gedanken kommen. Lass uns heute Abend was unternehmen. Bitte mir zuliebe. Ich lade dich ein auf ein richtig schönes Abendessen im Schneiders. Oh je. Danke. Also beim Marzipanmus konnte ich leider nicht Nein sagen, obwohl ich bin eigentlich pappsatt. Guten Abend. Carla. Ich dachte, du wolltest heute Abend alleine sein. Ja. Lars hat mich überredet, mit ihm essen zu gehen. Das war ganz spontan. Carla, hallo. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Hey. Entschuldigt die Verspätung. Wir sind auch gerade erst gekommen. Setz dich. Aha. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Herzlich willkommen. Auch ein Aperitif für Sie? Gerne. Tja, was würde ich jetzt drum geben, um mit ihr alleine zu sein? Dann tu was dafür. Carla liebt dich. Und du sie. Sag ihr endlich, was in dir vorgeht. Fühlst du dich nicht wohl? Nein, alles bestens. Mach's gut. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Und? Hattest du gestern noch einen schönen Abend? Carla, das mit Lars, das hat sich einfach so ergeben. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich habe einfach den Eindruck, dass du dich in den letzten Tagen immer mehr von mir distanzierst. Wie kommst du darauf? Mach mir nichts vor, Hanna. Du ziehst dich zurück. Und ich möchte gerne wissen, warum. Hanna, ich kenne dich inzwischen schon ganz gut. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass du nicht ehrlich zu mir bist. Nur weil ich einmal mit Lars ausgegangen bin. Darum geht's nicht. Es geht um dein Verhalten in letzter Zeit. Mal bist du abweisend und dann wieder mit den Gedanken ganz woanders. Aber ich glaube, ich weiß jetzt den Grund dafür. Du leidest immer noch darunter, dass wir unsere Beziehung geheim halten müssen. Damit habe ich mich abgefunden.
ich will das nicht mehr. Ja. Ich werde mich outen. Du willst dich ganz offiziell outen. Du hast lang genug unter der Heimlichtuerei gelitten. Für deinen Vater bricht eine Welt zusammen. Du verlierst deine Familie. Alles. Ich weiß. Tu es nicht. Hannah, ich stehe das durch. Jetzt begreif doch, ich will nicht, dass du es tust. Ich verstehe dich nicht. Das hast du dir doch immer gewünscht. Jetzt kommen wir doch damit klar. Hannah, mach mir doch nichts vor. Ich merke doch, dass du in letzter Zeit noch mehr darunter leidest. Ich will nicht, dass du es hinterher bereust. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich es nicht schon viel früher getan habe. Und dein Vater? Davor hattest du doch Angst. Ja. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich es ihm sagen will. Es ist schon einige Jahre her. Damals war ich fest entschlossen. Aber dann hatte meine Mutter diesen schrecklichen Unfall, bei dem sie... Mein Vater war am Boden zerstört. Da wollte ich ihn nicht noch mehr belasten. Aber jetzt, für die Wahrheit, ist es doch ein bisschen spät. Hannah, ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie dich. Ich liebe dich doch auch. Wir sollten es so lassen, wie es ist, und jeden Tag genießen. Außerdem geht es mir schon viel besser. Und die Stimmungsschwankungen, Nachwirkungen der Operation. Ich kann verstehen, dass Carla sauer ist. Sie will Opfer bringen und du schlägst es aus. Was hätte ich tun sollen? Du glaubst also immer noch, dass du bald sterben wirst. Ich will nicht, dass Carla nach meinem Tod Zoff mit ihrer Familie hat. Hannah, bitte. Es war nur ein Traum. Alle Untersuchungen haben ergeben, dass deine Ängste unberechtigt sind. Die Diskussion hatten wir schon. Ich irre mich nicht. Na schön, dann musst du es Carla sagen. Auf keinen Fall. Und wie bitteschön, willst du sie davon abhalten, sich zu outen? Sie würde es nicht verkraften. Das würde sie schon, weil sie genauso wüsste wie ich, dass du dich da in was verrennst. Ich möchte die letzten Tage mit Carla genießen und nicht in Trauer verbringen. Ab sofort zählt jeder Augenblick, den ich mit ihr verbringen kann. Bei deinem Optionator. Ich habe den Termin abgesagt. Du bist mir wichtiger. Oh, ich habe dich auch vermisst, Süße. Hannah, ich muss mit dir reden. Ich verstehe einfach nicht, was mit dir los ist. Ich freue mich so, dass du da bist. Warum willst du nicht, dass ich mich oute? Unser Leben wäre so viel einfacher. Wir kaufen uns ein Haus und leben so, wie wir wollen. Abends schlafen wir zusammen ein und morgens wachen wir nebeneinander auf. Wir wären füreinander da, immer und überall. Carla, bitte. Siehst du, irgendwas ist doch mit dir. Nein, sagen Sie den Termin bitte ab. Dann müssen die eben mal ohne mich auskommen. Danke. Ich krieg Hunger, sollen wir uns was kochen? Erst will ich, dass du mir die Wahrheit sagst. Das hab ich doch. Ich will dir einfach diesen Stress ersparen. Hör endlich auf, mich für dumm zu verkaufen. Wann immer ich mit dir über unsere Zukunft reden will, blockst du ab. Gut. Dann gibt es für mich nur eine Erklärung. Du liebst mich nicht mehr. Hannah. Zweifel nicht an meiner Liebe. Das verletzt mich. Du verletzt mich? Du belügst mich. Das tue ich nicht. Und warum kannst du mir da nicht in die Augen sehen? Die Wahrheit ist, dass ich dich immer geliebt habe. Habe. Tust du es jetzt also nicht mehr? Du bist die Liebe meines Lebens. Carla, ich werde bald sterben. Was redest du da? Hat Dr. Meilmann irgendwas angedeutet? Nimmt dein Körper die Niere nicht an? Ich rufe Leonard an. Der soll sich sofort um einen Spezialisten kümmern. Mir hilft kein Spezialist mehr. Ich weiß es. Was weißt du? Ich habe von meinem Tod geträumt.
geträumt? Und deshalb denkst du, dass du sterben musst? Hanna, das ist doch absurd. Hanna, jeder hat mal Albträume. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich bewahrheiten. Deine Krankheit, die Nierentransplantation. Du hast eine Menge durchgemacht. Das musst du doch erstmal verarbeiten. Schleppst du diesen Gedanken schon lange mit dir rum? Deswegen warst du so komisch drauf. Es ging dir gar nicht darum, dass ich mich outen will. Und ich habe schon gedacht, du liebst mich nicht mehr. Ich will die Zeit genießen, die uns bleibt. Anstatt mir einfach die Wahrheit zu sagen, setzt du unsere Beziehung aufs Spiel? Nein. Weißt du, was ich glaube? Du vertraust mir nicht. Ich verstehe dich nicht. Dass ich dir nichts gesagt habe. Aus Liebe. Ich wollte dich nicht belasten. Belasten? Mit einer Ahnung, die völlig absurd ist? Sie ist nicht absurd. Hanna, die Operation ist gut verlaufen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Gut. Ich lass mich durchchecken. Vielleicht ist das nur Fantasie. Du wirst sehen. Das sind alles nur Hirngespinste. Ich würde gerne rausfahren. Wohin? An den Rhein, an unsere Stelle. Was, jetzt noch? Ja. Das Wichtigste? Guten Abend. Hallo, Isabel. Hallo. Was habt ihr denn vor? Auch deine Mitbewohnerin ist nach einer romantischen Nacht am Rhein. Und mir natürlich auch. Dann lasst euch mal nicht stören. Isabel. Ciao. Pass gut auf dich auf. Und auf Caroline. Klar. Du bist ein toller Mensch. Danke. Wollen wir? Gut. Mach's auch gut. Tschüss. Es ist wunderschön hier. Wieso wolltest du eigentlich hierher? Hat das was mit deinem Traum zu tun? Mit dir? Ich habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Jeden Moment. Und ich tue es noch. Auch wenn du daran zweifelst. Nein. Ich hatte nur Angst, dich zu verlieren. Aber jetzt weiß ich, dass uns nichts mehr auseinanderbringen kann. Ich habe nachgedacht. Wie wäre es, wenn wir hier wegziehen? Ja. Irgendwohin, wo uns keiner kennt. In eine andere Stadt oder ins Ausland. Was hältst du davon? Natürlich nur, wenn du es auch willst. Schließlich müsstest du deine Freunde zurücklassen. Einige von ihnen siehst du vielleicht Jahre nicht wieder. Ich denke drüber nach. Wir können ein neues Leben beginnen. Nur wir zwei. Wusstest du eigentlich, dass ich dich über 100 Mal gemalt habe? Warum habe ich die Bilder nie gesehen? Weil sie im Kamin gelandet sind. Tolles Kompliment. Hanna, ich hätte nie gedacht, dass das zwischen uns mal was wird. Auch nicht, als ich dich in diesem Club geküsst habe? Um diesen widerlichen Typen zu verschrecken? Da erst recht nicht. Du hast danach einen riesengroßen Bogen um mich gemacht. Wir haben es uns schwer gemacht.
Dafür ist es jetzt umso schöner. Carla, versprich mir was. Sei glücklich, egal was passiert. Hannah, hör auf. Du denkst schon wieder an diesen Traum. Wenn du einmal traurig bist, dann denk an unsere schöne Zeit. Wir werden noch viel schöne Zeit miteinander haben. Und unser Streit. Das wird nie wieder passieren. Kannst du mich ganz festhalten? Die Sonne geht auf. Was für ein herrlicher Morgen. Heute ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens.